Die Wuppertaler Nordbahntrasse ist um eine Sehenswürdigkeit reicher. An der beliebten Fahrrad- und Wanderstrecke war eine sogenannte Wichernkapelle geplant. Aus den Skizzen wurde nun Realität. Am 8. März öffnete die nach dem Theologen Johann Hinrich Wichern benannte Kapelle offiziell ihre Pforten. Johannes Schimanowski ist Pfarrer in Wuppertal-Langerfeld. Er hat zusammen mit Johann Wagner, dem Geschäftsführer der sozialen Einrichtung Wichernhaus, die Umsetzung der Kapelle koordiniert. Grundsätzlich hatte Herr Wagner die Idee, eine Kapelle zu bauen. Dann war ich, der ein passionierter Radfahrer selber ist, unterwegs in Deutschland. In Ostdeutschland gibt es sehr viele stillgelegte Kapellen und Kirchen, die dann für die Radwanderer geöffnet wurden. Von daher kamen dann zwei, drei Dinge zusammen. Einerseits die Idee, eine Kapelle zu bauen, dann eine Radwegekapelle zu bauen und ein Angebot der Deutschen Bahn AG, die uns dieses Grundstück sehr günstig vom Wichernhaus zur Verfügung gestellt haben. Diese Wichernkapelle, die ist natürlich immer im Zusammenhang mit der Nordbahntrasse zu sehen, die hier gebaut worden ist, am Bau auch wesentlich die Mitarbeiter des Wichernhauses beteiligt waren. Und die Idee ist ja entstanden, dass auf dieser Nordbahntrasse sehr viel Bewegung sein wird. Das haben wir auch schon an schönen Tagen gesehen, da sind Tausende von Menschen unterwegs. Und wir haben uns gedacht, dass da, wo Bewegung ist, da sollte auch Ruhe sein. Das Wichernhaus ist nur einen Steinwurf von der Kapelle entfernt. Aufgabe der Einrichtung ist es, für benachteiligte Menschen neue Perspektiven zu entwickeln. Viele Aufgaben rund um den Bau wurden so von Menschen aus dem Wichernhaus übernommen, die auch in Zukunft für Arbeiten in einer Kapelle verantwortlich sind. Unser Anspruch ist ja, diese Menschen wieder an den Arbeitsalltag heranzuführen. Natürlich auch oftmals konfliktbeladen und halt eben das immer in einem Baufortschritt zu garantieren, das war schon eine starke Herausforderung. Aber die Menschen haben das mit Bravour geschafft, muss man wirklich sagen. Also großes Kompliment an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können sehr stolz sein auf das und sie sind auch sehr stolz. Sie waren sehr motiviert, können sich sehr identifizieren mit dem, was hier geschaffen worden ist und das war natürlich für uns auch wieder eine große Freude. Träger des Projekts sind die Vereinte Evangelische Mission sowie Wichernhaus e.V. Finanziert wurde das 75.000 Euro Projekt ausschließlich durch Spenden. Der Start ist bereits geglückt. Bisher sind die Besucherzahlen sehr erfreulich. Wir sind sowieso der Meinung, dass Kirche dahin gehen sollte, wo die Menschen sind. Und hier sind die Menschen. Und wir sehen auch schon gerade in den letzten Tagen seit der Eröffnung der Kapelle, dass hier sehr, sehr viele Menschen hingehen und schauen, was hier ist und sich erkundigen, warum ist die Kapelle da und was ist Sinn dieser Kapelle. Ob einfach nur als Sitzgelegenheit, spirituelles Angebot oder schützendes Dach über dem Kopf, den Sinn der Kapelle kann und sollte jeder für sich selbst erschließen. Für manche sind so die ganz elementaren Bestandteile am interessantesten. Mir ist erstmal das viele Holz aufgefallen. Ich bin Tischler und ich habe mich direkt hier wohl gefühlt mit den ganzen schönen Wänden, mit den schönen Botschaften da drauf. Die Idee ist mir im Kopf gekommen, dass es bewegt was in dem Sinn Gott. Es ist schon etwas ein Gutzeichen für die Stadt Wuppertal, zu denken, eine kleine Kapelle zu bauen, wo die Leute kommen und ein bisschen erfahren über Jesus, über Gott. Ein Jahr haben die Arbeiten an der Wichernkapelle gedauert, die von außen an eine Wolke erinnern soll. Auch das Konzept des Innenlebens geht gut auf, findet Johannes Schimanowski. Wir merken durch unsere Mitarbeiter, aber auch durch die Besucher der Kapelle, diese Idee, dass hier nicht nur ein neuer Ort, sondern für die Bevölkerung sogar ein heiliger Ort entstanden ist, wo die gemerkt haben, seitdem die Bibelsprüche hier installiert worden sind, seitdem ist es eine Kapelle. Und Gott ist hier. Und der Satz, der auf dem Weg vor euch herging, bei Nacht im Feuer, bei Tage in der Wolke, ist nicht nur in der Tradition für das Volk Israel und Mose gültig, sondern auch für uns. Hier, um das andere noch aufzunehmen, war Brachgelände der Deutschen Bahn. Hier war der Güterbahnhof Wichtinghausen. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir aus einer Brache was ganz Neues gestalten können. Doch damit ist das Gesamtprojekt Wichernkapelle noch lange nicht abgeschlossen. Aktuell wird eine nächtliche Beleuchtung installiert und das Fundament für ein 7 Meter hohes und 9 Tonnen schweres Kreuz ist bereits gegossen. Fehlen nur noch 30.000 Euro für Aufbau und Montage. Mit Spendengeldern kann man zwar keinen Sonnenwetter kaufen,
Doch auch bei Regen hat die Wichernkapelle für alle Trassenbesucher geöffnet. Und zwar als mehr als nur ein Unterstand.